liebe Leute, wir sind wieder da, ihr seid auch da. Ich grüße euch herzlich, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Mittwochnacht, das ist traditionell eine offene Themennacht, eine freie Themenrunde. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal. Über was, dann meldet euch hier bei uns unter 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Mein erster Anrufer heute Nacht, der heißt Marco und Marco ist 21 Jahre alt. Hallo Marco. Hallo. Ja, hallo. Um was geht's, Marco? Ja, und zwar, ich habe folgendes Problem mit meiner Freundin. Mhm. Ich bin Gogo-Tänzer und die ist sehr eifersüchtig. Wir erklären mal kurz, was ein Gogo-Tänzer ist. Ein Gogo-Tänzer ist halt, ich trete in Diskotheken auf und tue da halt vor Leuten strippen. Strippen. Auf Deutsch gesagt ausziehen. Bitte, auf? Ausziehen. Ausziehen, genau, ja, natürlich. Ja. Auf so einer kleinen Tribüne meistens, ne, oder? Genau, richtig an der Stange und so, je nachdem, wie es gemacht wird. Marco, könntest du den Ton ganz wegdrehen von deinem Fernseher? Ja, kann ich machen. Das wäre schön, können wir besser sprechen. Strippen bis zum bitteren Ende. Genau, komplett. Also, komplett, du bist komplett nackig. Ja. Und das sind... Was sind das für Diskotheken? Sind das gemischte Diskotheken oder schwulen Diskotheken? Das sind gemischte, normale, schwulen Diskotheken, je nachdem. Ja. Das ist alles, ist viel dabei. Ja. Und deine Freundin kommt damit nicht klar? Nee, die hat, das ist ganz schlimm bei der. Also die verfolgt mich regelrecht, wenn ich die Auftritte habe. Ja. Da steht die immer mit vorne in der ersten Reihe, irgendwo ist die da immer da. Und passt auf, dass sich keiner angrabbelt. Ja, das ist komisch bei ihr. Grabbeln dich denn schon mal Leute an? Ja, Frauen auch, die berühren mich halt am ganzen Körper. Ja. Außer am Genitalbereich, sag ich mal. Ach, die Frauen berühren dich nicht am Genitalbereich? Nur am Hintern, ja. Nur, na, aber das reicht ja auch schon. Ja. Und die schwulen Jungs, die packen dich an dein bestes Stück? Nee, nur Brustkorb und so. Brustkorb, die packen auch nicht an den Po? Nee, auch nicht. Achso, denn die Frauen sind da schamloser. Ja, die haben da mehr Mut dazu. Wenn die einen gezwitschert haben, ne, dann sind die zügellos. Richtig. Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen, Marco? 2 Jahre. 2 Jahre. Wie lange machst du dieses Gogo-Dancing? Ich mach's schon seit 3 Jahren. Ach so, du hast, also deine Freundin hat dich so kennengelernt. Genau. Aber ich hoffe mal nicht, dass sie dich in einer Diskothek dadurch kennengelernt hat. Nee, die habe ich in der Stadt getroffen, bei einem Kaffee drauf angesprochen und so mit ihr halt. Ach so, ein ganz normales Kennenlernen. Genau. Mhm. Und war ihre Reaktion von Anfang an, irritiert oder gar abweisend? Naja, ich habe am Anfang halt gesagt, ich arbeite in der Diskothek als Kellner. Das ist ja noch unverfänglich. Ja, also das war noch nicht so ganz offen. Nee. Dann habe ich ihr halt erzählt. Ja. Da war sie erstmal baff. Da haben wir uns halt erstmal, da kommen sie damit nicht klar, das ging immer hin und her. Nach wie vielen Wochen, nachdem ihr zusammen wart, hast du ihr die Wahrheit gesagt? Und nach 2 Monaten. Nach 2 Monaten? Ja. Ja. Naja, okay. Und dann? Naja, dann sind wir halt wieder, sag ich mal, richtig uns näher entgegengekommen. Ja. Da fing sie an halt, müssen wir probieren und so, aber die ist so eifersüchtig, krankhaft eifersüchtig. Ja. Ist denn schon irgendwann mal aus diesem Tanz irgendwie so eine One-Night-Stand-Geschichte entstanden? Nicht wirklich, aber beinahe, sag ich mal. Also die Frau... Das Mädchen, sag ich mal, die hat mich halt diskutiert angesprochen. Ja. Hast mir danach noch was getrunken und so. Und da hat sie halt gefragt, ob ich mit zu ihr kommen würde. Ja. Fing ich halt an, nee, hab eine Freundin und so. Ja. War halt nur freundschaftlich was getrunken. Mhm. Mehr mach ich nicht. Also ich würde auch nie meine Freundin betrügen. Auf keinen Fall. Immerhin, also du hast nur mit der Frau ein bisschen gequatscht und die hätte dich schon mit nach Hause genommen, aber du hast gesagt nein. Genau, weil das ist für mich ein Beruf wie... Ja. Der andere wie Bäcker oder so. Aber das ist nicht dein Hauptjob, ne? Das machst du nebenbei, oder? Nebenbei, genau. Nebenbei. Was machst du im Hauptberuf? Ich bin im Hauptberuf Mechatroniker. Elektroniker? Ja. Ja. Und wie oft bist du so disco-mäßig im Einsatz, im Monat oder in der Woche? Also ich sag mal so, jeden Samstag, Freitag, je nachdem. Ich tue viele Aufträge schon ablehnen, um hier entgegenzukommen. Ja. Sag ich mal, auch für sie da zu sein. Ja. Aber das reicht dort anscheinend trotzdem noch nicht. Ja. Wenn es nach ihr gehen würde, sie war froh, wenn ich den Beruf aufgeben würde, aber das ist... Also diesen Job, ne? Diesen Nebenjob. Diesen Nebenjob, genau.
Was verdient man denn da so, wenn man einen heißen Tanz hinlegt und hinterher dann nackt dasteht? Ja, du kannst da, das geht je nachdem, Auftrittsstunde, zwei Stunden, da kannst du 400 bis 500 € verdienen. So viel? Ja. So viel für zwei Stunden oder eine Stunde 400 bis 500 €? Das geht manchmal richtig. Boah, aber der muss aber auch schon sehr gut sein. Da kannst du richtig Geld verdienen damit, ja. Ja, aber halt, du hast jetzt das Kompliment übergangen. Ich sagte, dann musst du aber auch schon sehr gut sein, wenn die Leute dir so viel Geld bezahlen. Ja, viel Trinkgeld dabei. Ja, ja. Ach so, also Trinkgeld und es gibt so eine Festgage plus Trinkgeld dann. So meine ich das, ja. Ja, ich gehe mir davon aus, dass du ein sehr trainierter Bursche bist und einen guten Körper hast. Normal gebaut, bisschen Muskeln, aber nicht gerade. Ja. Übertrieben halt. Ja, aber auf keinen Fall hängen irgendwelche Fettpolster. Nee, das nicht. Im Studio, auf jeden Fall. Hast du dir das selbst so beigebracht oder? Ich war da auf einer Tanzschule. Ach so. Gibt es eine Tanzschule extra für Go-Go-Tänzer? Ja. Das gibt es? Das gibt es. Ach, und da hast du Geld investiert, um das zu lernen? Zu erlernen, ja. Das ist ja auch ein schräger Gedanke. Wie bist du darauf gekommen? Ja, das hat eigentlich nur mal um die Wette gedreht. Wir haben das in der Zeitung gelesen, halt Go-Go-Tänzer waren ausgebildet in der Tanzschule und so. Ja. Und da fing mein Freund an hier, also mein Kollege, fing da an zu mir, hier, ich gebe dir 50 €, wenn du anmeldest und halt einen Monat lang mitmachst. Aha. Ich habe halt die Wette angenommen, der erste Monat war gratis, aber ich habe dann so viel Gefallen dran gefunden, ja, habe ich weitergemacht. Und wie lange war die Ausbildung insgesamt? Die ging über ein Jahr. Über ein Jahr ging die? Oh, das ist ja... Laut meiner Messen, also du hättest jederzeit aufhören können, aber ja, ich habe es ein Jahr lang gemacht. Und wie oft musstest du denn in diese Schule gehen? Zweimal in der Woche. Zweimal in der Woche, ja. Und wie viele Stunden? Zwei. Zwei Stunden, na gut, das ist natürlich dann, und wenn man das ein ganzes Jahr lernt, dann kannst du da schon eine heiße Sache hinlegen aufs Parkett. Genau. Ja. Ja, jetzt aber zur Freundin. Richtig. Jetzt zur Freundin. Das Hauptproblem. Nervt dich das, dass sie so drauf ist und dich da bedrängt, das nicht zu machen? Ja, das ist für mich auch eine Belastung. Ich weiß nicht. Weil der Job, sag ich mal, der Nebenjob ist mir irgendwo auch sehr wichtig. Sehr schönes Geld, sag ich mal. Ja. Was ich auch brauche. Ja. Was machst du mit dem vielen Geld, was du nebenher verdienst? Wie bitte? Was machst du mit dem vielen Geld, was du nebenher verdienst? Ja, viel sparen, investieren, habe Haus mit meiner Mutter zusammen, mein Vater. Ach so. Also du verprasst das Geld gar nicht mal, sondern du legst das auch an und überlegst dir später mal was zu kaufen oder investierst das ins Haus und so weiter. Mensch, Marco, also ich bin innerlich die ganze Zeit schon letztendlich entschieden, was ich da so denke zu. Ich bin da auf deiner Seite. Ich finde das, kann das nicht verstehen, dass deine Freundin da so einen Terz macht. Das verstehe ich halt auch nicht. Ich meine, also ich, für mich, weißt du, für mich ist entscheidend, dass du diese Prominenz, die du da hast in der Diskothek, dass du die nicht ausnutzt. Du könntest wahrscheinlich jeden Abend dann eine ganze Handvoll Mädels mit nach Hause nehmen und du tust es nicht. Nee. So, dann ist für mich auch entscheidend, Mensch, du bist ein junger Kerl und verdienst in deinem Hauptjob wahrscheinlich auch nicht so die Megakohle und kannst nebenher was verdienen. Auf einer soliden, seriös, mehr oder weniger seriösen Basis. Ganz seriös nicht, aber es ist ja auch nichts Schlimmes in dem Sinne. Ja, das versteht sie nicht. Ich würde sie nie betrügen und so. Ja. Und das du gehst danach immer nach Hause oder trinkst halt noch was und gehst dann zu ihr nach Hause. Genau. Mhm. Das kann ich nicht. Sie ist nicht zurzeit gerade bei dir zufällig, deine Freundin? Nee, sie weiß zwar, dass ich hier angerufen habe. Ach, das weiß sie. Ja, ich denke mal, sie wird zuhören. Ah, das ist natürlich interessant, wenn sie jetzt zuhört. Wie heißt sie mit Vornamen? Die heißt Celine. Celine. Celine, ja. Mensch, Celine, wenn du uns jetzt zuschaust oder zuhörst, also ich habe wirklich einen verdammt guten Eindruck von deinem Freund, von Marco. Und ich frage den Marco jetzt nochmal, wie ist denn dein Gefühl für deine Freundin für und zu Celine? Ich liebe sie halt über alles. Ich würde sie nie betrügen und ich möchte halt einfach nur, dass sie mir da ein bisschen entgegenkommt und es akzeptiert. So, Celine, das ist, finde ich, so ein Hammerwort, was er jetzt gerade gesagt hat. Ich liebe dich, also die Celine, so sehr und er würde dich nie betrügen. Dann lass ihm doch den Freiraum und er kann sich halt nebenher da was Kohle verdienen. Er macht ja nichts Schlimmes. Er geht an keine anderen Frauen ran, er geht mit keiner anderen Frau mit. Genau. Und wenn du ihn wirklich auch sehr liebst, zur Liebe gehört auch immer sehr, sehr viel Vertrauen. Und dann musst du einfach auch ein bisschen loslassen und sagen, okay, ich glaube ihm, er hat mir das versprochen,
ich liebe ihn und dann soll er da seinen Job machen. Er geht ja mit niemandem in die Kiste, er macht keinen Sex für Geld oder irgend sowas, sondern er tanzt da halt nur. Na gut, auch nackig, aber egal. Dann lass ihm sein Ding so machen. Lass ihn so, so leben und das tun. Celine. Ja. Mensch. Mit dir würde ich ja gerne persönlich reden. Mit der Celine meine ich. Marco. Ja. Hast du den Eindruck, dass sie dich auch sehr lieb hat? Ja, schon sehr. Doch. Ja, Mann. Da ist das, Celine, ist das das Allerwichtigste, dass ihr beiden euch wirklich liebt. Und dazu gehört, wie ich es gerade schon sagte, dass man auch dem anderen ein bisschen Freiraum lässt. Richtig. So, Marco, jetzt hoffe ich, habe ich genug und gut deine Freundin angesprochen. Ja, das hoffe ich auch sehr, dass endlich zur Vernunft kommt. Und ich bin sicher, dass wenn sie jetzt zugeschaut oder zugehört hat, wird sie dich anrufen. Das glaube ich auch, ja. So, und je nachdem, wie das Gespräch ausgeht, ich biete ihr sehr, sehr gerne an, dass ich mit ihr auch noch heute jetzt in dieser Sendung spreche. Dann sollte sie ganz schnell uns mailen und dann könnten wir das arrangieren. Würde ich gerne mit Celine sprechen. Das war mal auch eine Möglichkeit. Ja, das kannst du ihr sagen oder vielleicht hat sie das ja jetzt genau auch mitbekommen. Genau. So, ihr beiden Lieben, ich hoffe, dass ihr euch zusammenrauft. Ja, das hoffe ich auch. Und dass es gut wird und dass du weiterhin deinem Job nachgehen kannst und dass Celine das nicht so wehtut, wenn du da tanzt. Hm? Alles Liebe, alles Gute, Marco. Alles klar, ich bedanke mich. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unser Thema heute. Ich habe ganz vergessen, mich zu entschuldigen, dass wir ein bisschen später sind. Wir waren ja gerade 5 Minuten später. Kann ja mal passieren. Also, wir bitten das zu entschuldigen. Aber schön, dass ihr gewartet habt und trotzdem jetzt hier seid. Wir haben eine freie Themennacht und es geht weiter mit der Angelika. Und Angelika ist 43 Jahre alt. Hallo, Angelika. Hallo. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Wir haben ja schon mal vor einem Jahr miteinander gesprochen. Sag bloß. Ja, wegen einem anderen Thema allerdings. Und ich habe gestern zufällig bei dir reingeschaut, weil, muss ich dazu sagen, mein Laptop schlapp gemacht hat und ich pausieren musste. Und dann habe ich einen Markus bei dir gesehen, ja, der also diesen Jakobsweg mit seinen 2 Hunden und mit dem Fahrrad fahren will. Genau, von Münster bis ans Ende des Jakobsweges. Genau. Genau. Und ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass der Angst, ja, im nicht richtig Angst, aber so ein bisschen Schiss eigentlich vor dieser ganzen Tour hat. Ja, und ein bisschen mulmiges Gefühl, hätte ja jeder von uns. Ja, genau. Ja. Und da wollte ich ihm eigentlich ein bisschen Mut machen, weil ich zwar jetzt nicht den Jakobsweg gegangen bin, aber ich habe vor 2 Jahren sowas Ähnliches gemacht. Also ich bin von München aus losgetrennt, nur mit Rucksack, Zelt und Gitarre, ohne Geld, ohne Kreditkarte, ohne Handy, ohne wirklich alles, nur mit einer Hartwurst und einem Brot und bin durch 5 Länder gezogen und habe mich als Wandermusikant durchgelassen. Jetzt dämmert's, das hast du mir erzählt damals, als du angerufen hast. Ja, genau, aber das war damals eine Sache, da ging es um die Sachen, die ich normal immer in der Welt mache. Also ja, dass ich war jetzt letztes Jahr in Papua-Neuguinea und bin da quer durch mit der Gitarre. Also das war wieder jetzt ganz was anderes. Aber die Sängerin mit der Gitarre, ich weiß, dass wir über deutsche Volkslieder unterhalten haben. Ja, genau. Genau, so war's. Genau. Und er hat nämlich erzählt, dass er mit dem Didgeridoo sich auf den Marktplatz setzen will. Genau, um ein bisschen Geld zu machen. Genau. Und da kann ich ihm nur sagen, unbedingt tun. Also ich habe so irre Sachen erlebt. Ich habe in den ganzen 5 Wochen, wo ich unterwegs war, nicht eine Nacht im Zelt geschlafen. Ach. Mich haben die Leute von der Straße weg mit nach Hause genommen, teilweise in Hotels, die mir ihre schönsten Zimmer gegeben haben, alle für umsonst. Ach. Ja, wie hast du denn die Leute kennengelernt? Beim Trampen teilweise. Beim Trampen? Ja gut, da ist er natürlich ein bisschen einsamer auf seinem Fahrrad und ein bisschen abgeschotteter von der Welt. Das stimmt. Aber auf der Straße, ich habe auch auf Marktplätzen gesungen, unter anderem, und da haben mir die Leute zu essen und zu trinken gesagt. Ja, ich glaube, durch dieses Singen und Auftreten, da kommt man in Kontakt mit Menschen. Ganz, ganz. Und man wird auch rumgereicht. Also wenn ich denke, ich habe also nicht nur auf der Straße gesungen, ich habe dann in Altersheimen, in der Schweiz, in einer Hotelbar mit einem russischen Pianisten, habe ich Görschen gesungen. Das ist ja verrückt. Ich habe
Wochenkonzerte gemacht in Italien und also was sich alles so ergeben hat. Wie lange warst du auf dieser Tour unterwegs? 5 Wochen. 5 Wochen. 5 Wochen. Und keinmal, obwohl du eigentlich im Zelt schlafen wolltest, keinmal im Zelt Nein. geschlafen, weil sich immer irgendetwas ergeben hat. Also ja, entweder ich habe, da war ich eben auch ein Teil auf dem Jakobsweg in St. Anton. Da habe ich bei einem Pfarrer unterm Flügel geschlafen. Ach so. Ich habe auch in Bozen in der Kegelbahn geschlafen. Aber du bist ja auch ein verrücktes Huhn, ne? Ja, ja. Stimmt, du hast schon damals gesagt, ich sei eine Kuriose. Eine Kuriose, genau. Eine kuriose Frau. Genau. Also es ist schon irgendwo toll. Und ich muss sagen, ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so frei gefühlt wie auf dieser Reise, wo ich wirklich nichts hatte. Ich war 3 Tage lang ohne einen Cent und bin also bis Gerlos, ich war bis am Arlberg, noch weiter. In Lienz habe ich das erste Mal auf dem Marktplatz gesungen und Geld verdient. Ja. Und da war ich schon 3 Tage unterwegs. Also die Leute... Also kein Hunger gelitten? Nein, überhaupt nicht. Die haben mich voll gestopft, also mit Essen. Dann hat mich eine Familie mit in Urlaub genommen. Sag mal, das klingt jetzt alles so euphorisch. Gab es denn nicht auch mal, man erlebt das ja, wenn ich an meine Reisen denke, die ich alleine unternommen habe. Da gab es auch immer wieder interessante Begegnungen, aber es gab auch unangenehme Begegnungen. Hast du so etwas nicht erlebt? Ja, also ich muss sagen, die einzig unangenehmen Begegnungen waren mit Priestern und mit Klöstern und mit Pfarrhaushälterinnen. Also das hat mich eigentlich schon erschreckt, weil ein Teil von mir wollte eben auch wissen, wie christlich sind die sogenannten christlichen Priester wirklich. Ja. Und es hat mich kein Mensch auf der Straße oder sonst irgendwo je so behandelt wie die. Also unfreundlich behandelt? Abweisend? Unverschämt. Teilweise absolut unverschämt. Was haben die gesagt zu dir? Der Stadtpfarrer von Chur, der hat also mich dermaßen geringschätzig abgekanzelt und ich soll also schauen, dass ich hier verschwinde so ungefähr. Und nur kann der Stadtpfarrer von Chur natürlich keine Gegenrede hier leisten. Ja. Vielleicht hat er es ganz anders gesehen und es anders empfunden. Ich glaube, das kann man natürlich alles auch nicht über einen Kamm scheren. Nein. Es gibt natürlich bei Priestern auch sehr, sehr nette Menschen. Auf alle Fälle. Und ich war auch in ganz, ganz tollen Klöstern, muss ich auch dazu sagen. Also, aber es hat mich schon erschreckt, dass eigentlich gerade die, wo man davon ausgeht, dass die eigentlich besonders christlich eingestellt sind, dass die eigentlich am härtesten waren. Ich muss dazu sagen, ich habe ja immer Gegenleistung geboten. Ich habe ja nie gebettelt, sondern ich habe... Du hast gesungen. In der Kirche gesungen oder ich habe immer irgendwas Musikalisches dafür angeboten. Sag mal, Angelika, ich habe jetzt gerade gesagt, du bist 43 Jahre alt. Ja. Was machst du sonst in deinem Leben? Was bist du vom Beruf? Ich bin Sängerin. Du bist auch im normalen Leben Sängerin? Ich bin klassische Sängerin, Und verdienst ja eigentlich so deinen Lebensunterhalt mit deiner Kunst, mit deinem Gesang? Ja, und ich unterrichte an 2 Universitäten Gesang. Ah ja. Und das waren dann immer so Ausflüge in die Freiheit, sag ich mal. Das war eigentlich ein Projekt, was ich gestartet habe, weil ich gemerkt habe, dass auch bei meinen Studenten eigentlich kein Mensch mehr zu Hause singt. Das ist alles so künstlich im Grunde genommen. Es kennt keiner mehr Lieder und allein, wenn ich sonst in der Welt rumkomme, alle Welt singt, nur die Deutschen. Ich habe manchmal das Gefühl, ändert sich vielleicht ein bisschen wieder im Moment, aber... Ja, und ich wollte einfach mal schauen, ob man mit Stimme noch die Menschen erreichen kann. Angelika, ich weiß nicht, woher du kommst. Du kommst von der Sprache her, klingt das ein bisschen nach Süddeutschland, kann das sein? Ja, ja, ich bin in München, ja. So, du müsstest mal im Karneval nach Köln kommen. Da erlebst du aber was, wie hier gesungen wird. Hier singen alle. Das hast du mir letztes Jahr auch schon gesagt. So, und hier können auch alle die Lieder. Ja, stimmt. Ich habe nur leider keine Zeit. Und das war jetzt auch der Punkt, was ich diesem Markus sagen wollte, weil du ihn gestern gefragt hast, ob er das vermarkten will. Es ist wirklich so, wenn man dann sowas gemacht hat, auf einmal kommt alles auf einen zu. Ich hatte nie vor, ein Buch zu schreiben. Dann kam einfach einer und hat gesagt, ja, also hör mal, das ist doch unheimlich interessant, jetzt muss man das mal in die Hand nehmen, mach das mal. Und schon der erste Verlag hat gesagt, okay, wir wollen das drucken. Ja, super.
Super. Also ich verstehe jetzt deinen Anruf auch nochmal so wirklich als Rückmeldung auf Markus gestern, um ihm Mut zu machen. Ja, genau. Der soll sich wirklich ins Vergnügen oder in dieses Abenteuer stürzen. Ja. Aber das macht er auch. Das war schon ein taffer Kerl, habe ich gestern den Eindruck gehabt. Und du wolltest ihm einfach sagen, dass man gut auch ohne Geld über die Runden kommt. Und auf alle Fälle. Es gibt so viel Freundlichkeit der Menschen, ja. Dass man... Und dass man auch die Erfahrungen, die man da macht, also ich denke, er wird als ganz anderer zurückkommen, das, als das er glaube ich auch. Ist. Das glaube ich auch. Und zwar jetzt gar nicht mal nur, wenn man, glaube ich, hat auch gesagt, dass er normalerweise kein sehr religiöser Mensch ist. Ja. Aber allein dieses Gefühl, das muss ich wirklich sagen, für mich absolut frei zu sein. Ich wusste am Morgen nicht, wo ich am Abend sein werde. So, das ist wirklich Freiheit pur. Also ja. man wächst da über sich hinaus, man geht über Grenzen. Das ist einfach ein Erlebnis, das möchte ich nicht missen. Und es hat ja eben auch etwas sehr Meditatives, wenn man eine so lange Reise macht und eben vielleicht auch sehr lange mit sich alleine ist, was ja auch sehr gut ist. Die meisten Menschen können ja gar nicht mit sich alleine sein und halten sich selbst gar nicht aus. Er hat ja noch seine zwei Hunde. Die zwei Hunde sind auch dabei, jetzt genau. Lieber Angelika, es hat mich sehr gefreut, dass wir nochmal gesprochen haben. Ja, also fand ich auch nett. Und wie gesagt, wenn der Markus sich bei mir melden möchte, die Redaktion hat ja meine Nummer. Ja, das können wir gerne machen. Ja, dann würde ich ihm gerne Tipps geben. Könnt ihr ein bisschen fachsimpeln. Oder ja, du kannst ihm Tipps geben. Ja, gerne, denn den Kontakt stellen wir gerne her. Alles klar. Alles Gute, Angelika. Danke dir. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema Glas. Ja, ihr habt richtig gehört. Glas heißt das Thema. Ich möchte gerne mit euch über Glas reden. Über Glas. Und zwar, was fällt euch ein, wenn ihr an Glas denkt? Habt ihr vielleicht mal einen Unfall mit oder wegen Glas gehabt? Oder seid ihr vielleicht schwer erkrankt an der sogenannten Glasknochenkrankheit? Oder bevorzugt ihr Glas-Sex-Spielzeug? Gibt es ja auch mittlerweile in den tollsten und ausgefallensten Varianten. Oder vielleicht habt ihr, wir können das Thema ja auch noch ein bisschen biegen, vielleicht habt ihr mal was sehr Interessantes mit eurem Fernglas gesehen, erlebt, was ihr mir gerne morgen erzählen wollt. Also das Thema morgen heißt Glas. Ich möchte gerne mit euch über Dinge reden, die ihr mit Glas in Verbindung bringt. Was immer das auch sein mag, was ihr wegen oder durch Glas erlebt habt. Ihr könnt mailen die ganze Nacht, domian@wdr.de oder natürlich morgen anrufen. Ab 0 Uhr, wie immer, sind die Leitungen geschaltet. Und wir beginnen um 1 Uhr, 1 Live, WDR Fernsehen und 1 Festival. Jetzt geht es weiter mit der freien Themennacht heute und nochmal ein Marco heute. Und der Marco jetzt ist 31 Jahre alt. Hallo Marco. Hallo, ich bin Domian. Hallo Marco, was ist los? Um was geht's bei dir? Ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Problem mit meiner Ex-Frau. Mit der Ex-Frau? Ja, ich bin 31 Jahre alt, habe ich schon gesagt. Und ich habe in 2005, am 6.12.2005 geheiratet. Und da ging eine gemeinsame Tochter hervor. Sophie heißt sie. Ja. Sie ist jetzt ein Jahr alt. Ja. Und ich habe am 17.07. die Scheidung eingereicht im letzten Jahr. Im letzten Jahr, am 17.07. Ja, wir waren ein knappes halbes Jahr verheiratet, ja. Ich habe gerade gerechnet, das war ja ein knappes halbes Jahr. Warum hast du die Scheidung so schnell eingereicht? Tja, also die Frau ist, wie ich schon sagte, sehr apathisch und zerstört uns die Wohnung, kramte in meiner Vergangenheit rum, kriegt natürlich raus, dass sie auch Ex-Beziehungen hatte, was völlig normal ist, finde ich. Das hat sie gemacht, als sie verheiratet wart? Ja, als wir verheiratet waren, ja. Ich habe sie dann bei mir einziehen lassen. Wir haben auf Norderney gewohnt. Wie schön. Schöne Insel da oben. Ja. Und da gibt es nicht viele Möglichkeiten, die man im Winter da hat, weil die Touristen alle wegbleiben und so weiter. Ja, hat natürlich Langeweile gehabt. Sie hat auch eine extreme Schwangerschaft hinter sich gehabt. Also der Muttermund war ziemlich weit offen gewesen. Sie durfte nicht arbeiten. Ja. Der Frauenarzt hat sie rausgenommen vom Arbeitswegen her. Und da war sie zu Hause. Viel Langeweile gehabt und kramte dann so in meinen alten Sachen rum und fand dann irgendwelche Fotos von irgendwelchen anderen Mädels, die man irgendwann vorher mal hatte. Und da fing es dann schon während der Schwangerschaft an. Ich habe mich versucht, so gut wie möglich um sie zu kümmern. Also was fing da an, dass sie... Diese Eifersucht hoch 100, ja. Wie lange hattet ihr euch eigentlich vorher gekannt, bevor ihr geheiratet habt? Wir haben uns im März in der Diskothek kennengelernt. Sie wohnte schon 6 Jahre auf der Insel. Also im März kennengelernt und im Dezember schon geheiratet? Ja. Das ist ja nur auch sehr heftig, ne? Fragt sich jetzt der aufmerksame Zuhörer, warum? Tja, wenn ich das wüsste. Das weißt du bis heute nicht. Das weiß ich bis heute nicht.
So, da fing es also während der Ehe schon an, dass sie dich genervt hat. Ja, sehr sogar. Sie hat sämtliche Sachen durchstöbert, hat Sachen zerstört von irgendwelchen anderen Leuten. Und ja. Wie Sachen zerstört von anderen Leuten, die du mal geschenkt bekommen hast? Die ich geschenkt bekommen habe, ja. Also aus deinem früheren Leben? Von richtig, Alte Fotos zerstört, Gegenstände zerstört, irgendwelche Geschenke, die man mal bekommen hat, Sachen zerstört, die aus der Familie waren, weil sie halt einfach nur eifersüchtig war. Sie hat das irgendwo nicht verstanden, sie selber hatte wohl nie so eine Familie gehabt. Also war sie eifersüchtig generell quasi auf deine Vergangenheit? Ja, richtig. Egal was da war, ob das Familie war oder Frauen oder Freundschaften? Richtig, auf alles eifersüchtig gewesen, ja. Das heißt, das kippte dann schon sehr schnell? Mhm. Das kippte schon bevor euer Kind geboren wurde? Richtig. Ich habe aber versucht, immer wieder die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Hab außer innen geredet, hab's gemacht und getan und selbst als sie dann nachher im Krankenhaus war, ständig besucht und so und hab's dann auch nach Hause geholt und weil sie nicht im Krankenhaus bleiben wollte, hab mich um sie gekümmert, aber das hat alles nicht gebracht. Und dann kam unsere Tochter zur Welt am 1. Februar. Ja. Und da Norderney so teuer ist, haben wir gedacht, gehen wir runter von der Insel, mit Kind war das nichts, da zahlst du unheimlich viel Miete. Und dann sind wir in die Stadt Magdeburg gezogen, ich habe da früher schon mal gelebt. Und kannte natürlich auch ein paar Leute da und habe dann meine alte Firma wieder Anschluss gefunden, wurde sofort wieder eingestellt. Und dann war sie natürlich auch mit dem Kind alleine zu Hause, fremde Stadt für sie. Und aber ich musste irgendwann auch wieder arbeiten, muss ja Geld ins Haus kommen. Ja. Und in der Zeit hat sie dann weitergemacht, wieder irgendwelche Sachen gefunden, Fotos zerrissen, Zähnen gemacht, hohe Telefonrechnungen gehabt, hat sich um das Kind nicht gekümmert. Also es wurde immer schlimmer, es schraubte sich immer höher, bis es dann letztendlich zu der Trennung kam. Richtig. Nun seid ihr ja schon eine ganze Weile getrennt. Jetzt sind wir schon eine ganze Weile getrennt. Wieso ist sie heute immer noch Thema für dich? Weil sie die Mutter unserer Kinder ist und das Jugendamt der Meinung ist, dass sie... Eurer Kinder? Entschuldigung, was heißt Kinder? Na gut, ich habe noch einen kleinen Hund, das ist wie ein kleines Kind. Was, du hast noch einen kleinen Hund? Der ist ich habe zusätzlich noch einen kleinen Hund, ja. Den hast du natürlich auch traktiert und getreten und du hast ja geil was gemacht. Und wenn fing sie an, denn eben halt diese hohen Telefonkosten und sie konnte dann eben fürs Kind nicht mehr einkaufen. Ich musste aus meinen Sammlungen und CDs musste ich verkaufen, damit ich Geld fürs Kind herholen konnte. Das war aber jetzt schon, als ihr getrennt wart, oder? Nee, das war, als wir noch zusammengelebt haben. Was ist denn jetzt aktuell die Problematik? Jetzt aktuell die Problematik ist, dass ich jetzt die Stadt verlassen musste. Das zweite Mal, ich bin dann aus der ähnlichen Wohnung ausgezogen. Dann hatten wir diese Gerichtsverhandlung gehabt vom Familiengericht. Ich habe das Kind zugesprochen bekommen. Ach, du hast das Kind zugesprochen bekommen? Ja, ich habe das Aufenthaltsbestimmungsrecht, das Sorgerecht haben wir beide. Und und daran hält sie natürlich fest. Sie sagt immer, sie will das Kind sehen, nur aber um mich zu sehen. Das heißt also, das Kind geht hier quasi für die Tochter am Arsch vorbei. Sie hat uns die Treppe runtergestoßen in Magdeburg. Wir wohnten in so einem 10-Stocker und ein Fahrstuhl hat sie blockiert. Dann wollte ich mit meiner Tochter die Flucht ergreifen, nachdem sie dann die Wohnungseinrichtung zerstört hat, nächtelang gegen die Türen getreten, gegen die Türen gehämmert. Mit dem Messer ist er auf mich losgegangen, mit der Kleinen, wo ich die auf dem Arm hatte. Und dann habe ich die Polizei gerufen, die hat auch nichts gemacht, weil es die Mutter ist. Und also mir wurden deklatant Steine in den Weg gelegt und immer mit der Aussage, es ist ja die Mutter. Ist denn das, sind denn die Behörden, das Jugendamt, ist das informiert? Das Jugendamt ist informiert gewesen, ja. Und darauf habe ich dann natürlich das Kind bekommen. Und nachdem dann die Körperverletzung war, meine Tochter dann im Krankenhaus gelegen hat. Ja, sie hat auch die Tochter verletzt? Ja, die hat uns die Treppe runtergeworfen. Ach, das Kind auch? Ja, na klar, natürlich. Natürlich, also ich hab dann irgendwann die Flucht ergriffen, weil ich irgendwann auch als Mann nicht mehr kann. Aber kann man denn da nicht wirklich absolut eine Regel vorschieben, dass nee, sie... Nee. Das geht nicht. Das ist das Problem, was ich momentan habe. Die Behörden schieben mir da so einen dermaßen einen Riegel vor. Also die Behörden bestehen darauf, dass sie weiterhin das Kind sehen kann? Ja, so sieht das aus. Obwohl das letztendlich nur... Horror ist für dich und dein Kind. Das ist für mich der pure und für das Kind auch. Ja, absolut. Also ich habe die letzten 3 Nächte durch gerade mal geschlafen, wenn vielleicht so 4 Nächte, die ist immer noch nachts wach und macht Theater. Weil sie kennt diese Ruhe nicht, die jetzt hier in dieser neuen Wohnung herrscht und sie kennt diese Geborgenheit. Was ist mit dieser Frau los? Ist die Frau psychisch krank? Ja. Ja. Absolut. Kann ich also mit Ja beantworten. Wir wohnten ganz, ganz oben im 10. Stock und ich habe dann auch Feuerwehr geholt und Polizei und Krankenwagen, Malteser und alles, was da so gibt. Hast du denn eine gute Rechtsberatung? Hast du einen guten Rechtsanwalt? Ich habe einen sehr guten Rechtsanwalt. Und der hat alles abgeklopft. Es gibt keine Möglichkeiten, diese Frau von euch zu isolieren. Nein, gibt es nicht. Das kann man gar nicht glauben. Das Einzige, was meine Anwälte da bisher gemacht haben, ist, dass wir innerhalb von 4 Wochen eine Gerichtsverhandlung gehabt haben, also vor dem Familiengericht, dass ich dann das Kind bekommen habe. Und das war da erstmal das Kind von ihr fernhalten. Aber wie gesagt, die Jugendämter sind trotzdem der Meinung, die Mutter darf das Kind sehen. Wie lange ist das Kind jetzt bei dir schon? Seit September, seitdem ich es aus dem Krankenhaus rausgeholt habe, am
irgendwann am 12. September war das, habe ich aus dem Krankenhaus rausgeholt und seitdem bin ich auf der Flucht quasi gewesen von meiner Frau. Ich habe dann 8 Wochen lang, bin ich quer durch Deutschland gezogen, habe bei Freunden gepennt, weil ich noch keine Wohnung hatte. Ja, und die Gerüchte, das Argument ist nur, weil sie, ich sag mal wirklich, ohne Anführungszeichen, nur weil sie die Mutter ist? Weil sie, ja, das habe ich vor nicht mal 14 Tagen vom Jugendamt hier in meiner neuen Stadt, wo ich jetzt wohne, zu erfahren bekommen, weil auch in der neuen Wohnung... Verstehe, kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Nee, wir sehen ja fast leider wöchentlich, was Mütter Kindern antun. Ja, das ist mein Argument gewesen, habe ich dem Jugendamt auch gesagt. Ich sage, wie viele Kinder müssen noch sterben, sag ich, damit ihr anfangt zu arbeiten. Ich sage, in den letzten 12 Monaten sind, ich habe aufgehört zu zählen, wie viele Kinder da ums Leben gekommen sind, nur weil die Eltern durchgedreht sind. Oder eine Mutter oder ein Vater, weiß der Geier was. Und jetzt kämpft jemand und dem werden Steine in den Weg gelegt. Und das kann es nicht sein. Und jetzt hat sie jetzt in der neuen Wohnung auch schon wieder Theater gemacht. Ich war dann so dämlich und habe sie dann reingelassen, weil sie gesagt hat, ja, sie möchte das Kind krabbeln sehen, sie möchte sehen, wie die ersten Schritte sind, sie möchte es entwickeln. Da habe ich mich dann natürlich breitschlagen lassen, weil ich ja auch kein Unmensch bin. Und ja, und dann fing sie an, hier sich an der Heizung festzuhalten, wollte der nicht gehen, weil die Besuchszeit dann auch irgendwann rum ist. Das Kind muss ja auch schlafen, essen und so weiter. Ist das denn so, dass sie im Moment noch ein Recht hat, das Kind zu besuchen? Oder hat sie auch ein Recht, dass das Kind bei ihr bleibt? Nee, nur Besuchsrecht. Nur Besuchsrecht, also in deiner Anwesenheit quasi? Ja, richtig. Also diese 5% kann man das natürlich nicht ausdrücken, haben mir natürlich die Leute auch gesagt. Aber wenn wir da mal von 100% ausgehen, diese 50% Sorgerecht, die sie hat, besteht also nur auf dieses Besuchsrecht. Kann man denn das nicht so regeln? Ich weiß nicht, ich bin da juristisch überhaupt nicht bewandert. Könnte man das nicht so regeln, dass dieses Besuchsrecht nur wahrgenommen werden kann von ihr in Anwesenheit eines Mitarbeiters des Jugendamtes? Ja, habe ich auch vorgeschlagen, war mein Vorschlag. Da sagten mir das Jugendamt hier in der neuen Stadt, dafür haben wir kein Geld und wir können nicht jedes Mal, wenn die Frau zu Besuch kommt, jemanden an ihn zur Seite stellen. Das müsst ihr schon selber regeln. Ich wollte dich gerade noch fragen, das war so ein bisschen untergegangen. Sie hat das Kind und dich die Treppe runtergeschmissen. Ja, das Kind war auch im Krankenhaus. Im Krankenhaus, richtig. Schädelprellung, Schädelhirntrauma, blaue Flecken, Schürfwunden, also das volle Programm. Und das wissen die Behörden? Ja, richtig. Und dann anschließend, es wurde eine Anzeige von mir auch gemacht, gleich am selben Tag noch. Und die Kinderärztin hat sich dann auch darum gekümmert, dass gleich alles eingeleitet wurde. Und ich habe dann Post bekommen hier in meiner neuen Wohnung von der Staatsanwaltschaft. Und da ist die Staatsanwaltschaft der Meinung, laut Schreiben, ich darf das mal ganz kurz versuchen zu zitieren, weil wir annehmen, dass kein öffentliches Interesse besteht, stellen wir die Körperverletzung daher ein. Das war die Aussage der Staatsanwältin. Wenn du hast angerufen und? Ja, ich habe dann da angerufen, habe dann versucht, die Staatsanwältin auszumachen, die das dann alles veranlasst hat. Und dann musste ich mich von ihr noch übelst beschimpfen lassen, dass das ja, weil ich gesagt habe, das kann natürlich nicht sein, nur weil sie annehmen, dass kein öffentliches Interesse besteht, dass dann das Verfahren eingestellt wird. Ich sage immer, ist das Körperverletzung an Schutzbefohlen. Ich sage, da stehen mindestens ein paar Jahre Gefängnis drauf. Ich sage, das kann so nicht gehen. Und da sagte die Frau, also wenn Sie mir jetzt hier noch was unterstellen wollen, dann muss ich Sie natürlich gleich vorladen. Also dann musste ich mir natürlich dann noch anhören, dass ich dann quasi der Dumme bin, warum ich denn da zurückrufe und da versuche nach. Schlimme Geschichte. Und du bist sicher kein Einzelfall. Mit Sicherheit kein Einzelfall. Du hast gerade am Anfang noch gesagt, deine Ex-Frau benutzt dieses Kind quasi, um an dich wieder ranzukommen. Ja, sie interessiert sich im Grunde genommen gar nicht für das Kind. Nee. Sondern sie will dir, will sie dich wiederhaben? Will sie dir das Leben schwer machen oder was? Ich weiß es nicht. Also ich habe mein Handy mittlerweile seit Tagen ausgeschalten. Sie spricht mir auf der Mailbox, sie schreibt mir 50, 60 SMS nachts um 1, nachts um 2. Aber wir haben doch jetzt ein neues Stalking-Gesetz. Das tritt doch bald in Kraft. Ja, das habe ich auch versucht. War ich auf dem Revier, habe eine Anzeige gemacht wegen Stalking. Da sagte der Beamte zu mir, das ist mir alles zu hoch, schreiben Sie mal selbst eine Anzeige und bringen das mal her. Dann habe ich das gemacht, habe das hingebracht und da sagten die mir auf dem Revier, damit können wir nichts anfangen, müssen Sie mal abwarten. 14 Tage später war meine Ex-Frau oder meine noch Frau wieder bei uns zu Hause und wollte mir dann nach dieser Besuchszeit das Kind nicht übergeben und hat dann die kleine Sodale festgehalten, Sodale gekniffen, dass durch eine Jacke, durch einen Pullover, durch einen Body ihre Fingerabdrücke von den Nägeln auf dem Rücken zu sehen waren und ich das über eine Woche lang mit einer Salbe behandeln musste. Unfassbar. Ja, Marco, ich glaube, dass man jetzt einen Eindruck bekommen hat von deiner Situation. Und ich gehe mal davon aus, dass das wirklich die Wahrheit ist und den wirklichen Gegebenheiten entspricht, was du jetzt mir erzählt hast. Du sagst, du hast zwar einen guten Rechtsbeistand, aber ich würde dennoch gerne meine Zuschauer
Fragen. Und unter unseren Zuschauern sind auch Juristen. Ich würde an alle appellieren. Also Moment, lass mich sagen. Wenn jemand noch eine Idee hat, einen Hinweis oder eine wirklich sehr kompetente, seriöse Hilfe für den Marco, dann mailt uns doch bitte. Dann geben wir das an Marco weiter oder wir stellen auch einen Kontakt her. Da wäre mir schon dran gelegen, wenn wir vielleicht dir ein bisschen helfen könnten über unsere Plattform hier dieser Sendung. Ja, und ich habe noch nicht mal angefangen zu erzählen. Ja, ich glaube es, Marco. Aber ich glaube so für das war schon ein heftiger Eindruck, den du uns jetzt hier vermittelt hast. Sollen wir so verbleiben? Also ich verspreche dir natürlich sofort, wenn wir interessante Dinge hier reinkriegen, dass wir das dann nicht weiterreichen und dann musst du entscheiden, was du daraus machst. Ja, also ich werde auf jeden Fall jede Hilfe annehmen. Also wie gesagt, ich stehe auch ganz alleine da. Ja, okay. Ja. Ich bedanke mich. Alles Gute, Marco, und ich hoffe, dass du bald von uns hören wirst. Wieder. Ich danke euch. Alles Gute. Ja, tschüss. Also nochmal unsere E-Mail-Anschrift domian@wdr.de, wenn ihr einen sehr guten Hinweis habt für den Fall, den Marco uns jetzt geschildert hat, für seinen Fall, dann schreibt uns doch bitte und wir stellen den Kontakt her. Wir haben ja gerade gehört, dass er ziemlich mit den Nerven runter ist, was man ja auch verstehen kann. So, jetzt bin ich verbunden mit Alex. Alex ist ein Mann oder eine Frau? Ein Mann. Hallo Alex, 20 Jahre alt. Genau, hallo Domian. Hallo Alex, um was geht's? Oh, um meine Freundin. Und zwar bin seit 7 Monaten mit ihr zusammen. Mhm. Am Anfang hat's angefangen zu kriseln, weil sie kalt zu mir war. Ich hatte das Gefühl immer, sie ist immer auf Abstand gegangen und hin und her. Und klar, ich wollte immer wissen, weshalb und wieso. Mhm. Bis sie mir gesagt hat, dass sie mit 7 Jahren vergewaltigt worden ist. Und ja, und ich bin der Einzige, der das weiß, nicht die Mama weiß es, also nicht mal die Mama weiß es, ja. Und wie alt ist deine Freundin? Die ist auch 20. Auch 20? Ja, ist auch 20. Und die hat es dir schon nach, wie lange wart ihr zusammen, als sie es gesagt hat? Also 5 Monate waren wir zusammen, ja. Also vor 2 Monaten hat sie es mir gesagt. Ist ja auch ein großer Vertrauensbeweis, ne, wenn sie es dir als ersten Menschen auf der Welt sagt. Weil ich habe immer, ehrlich gesagt, immer Ärger gemacht und ich wollte es verstehen. Ich meine, ich konnte meine Freundin nicht umarmen, geschweige denn noch küssen oder sonst sowas und hinunter. Und dann wollte ich wissen, weshalb und wieso. Bin durchgeknallt jedes Mal, habe gesagt, was soll das und hinunter, was, denke ich mal, auch normal ist. Ja, klar. Und dann hat es mir halt, es ging dann nicht mehr, haben einen Punkt erreicht und dann hat es mir halt gesagt, dass es passiert ist und hinunter und deswegen hat sie geheult und gezittert und hat sie mir erzählt. Und jetzt, ich habe keine Ahnung, wie ich mich jetzt verhalten soll. Mhm. Es kracht jeden Tag. Wir sehen uns fast täglich. Es kracht jeden Tag? Ja, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Warum kracht es jetzt? Also das ist jetzt seit 2 Monaten raus, ausgesprochen. Das weiß ich. Und sie wurde auch nicht behandelt und gar nichts. Also sie hat sich keinen Tipp holen lassen oder was weiß ich was und hin und her. Sie ist jetzt völlig verschwiegen bisher, ne? Bitte? Sie hat es völlig verschwiegen bisher. Genau, also weder eine Anzeige noch irgendwas, nicht mal die Mama weiß es. Also. Ja. Und wieso streitet ihr euch jeden Tag? Ich hab, Domme, das sind so schwachsinnige Themen. Ich verstehe es auch nicht. Eifersucht, wir gehen irgendwo in Essen, dann werde ich angeguckt, ich bin ein bisschen größer, mein Gott, hab helle Augen, keine Ahnung, wer ist das, wer war das, wieso guckt ihr dich an? Und hin, so Kindersachen. Mhm. Aber das artet sich dann so weit aus, bis ich ausraste jedes Mal und wir kriegen den Anschluss nicht mehr, ich weiß nicht wieso. Und jeden Tag zu streiten ist auch scheiße. Wie sieht das denn jetzt in eurer Erotik oder Sexualität aus? Gibt es die immer noch gar nicht? Das gibt's schon, aber es gibt halt Tage, wo sie dann mich wegschuckt und anfängt zu heulen und anfängt zu zittern. Mhm. Ja, und dann gehe ich halt auf Abstand. Dann habt ihr denn schon mal richtig miteinander geschlafen? Ja. Das schon. Ja. Hast du den Eindruck, dass sie das dir zuliebe macht oder dass sie das auch schön findet? Denke ich, dass sie es auch schön findet. Mhm. Das denke ich schon. Aber klar, wie gesagt, es gibt auch Tage, wo sie mich einfach zur Seite schubt. Ja. Das war auch am Anfang so. Deswegen wollte ich wissen, was ist los mit dir? Was genau hat sie dir erzählt? Was ist damals passiert? Dass sie, also ehrlich gesagt, wo sie es mir gesagt hat, wollte ich auch nicht nachbauen, wie es war und hin und her. Mhm. Also sie war völlig am Zittern und hat geheult und hin und her hat sie mir erzählt, dass es passiert ist. Da war sie 7 Jahre alt. Da war sie 7, genau. Mhm. Und wer war das? Das war ein guter Freund von der Mama, der Nachbar, glaube ich, irgendwie sowas. Ah ja. Und die sind jetzt von dort weggezogen, weggezogen dort, von dort sind die hierher gezogen. Und ja, wie gesagt,
Und ist das damals einmal passiert? Oder? Einmal. Passiert. Einmal. Einmal, ja. Und dieser einmal. Nachbar hat mit dem kleinen Mädchen Geschlechtsverkehr gehabt? Genau. Mhm. Das war einmal. Mhm. Ja, das ist für dich eine ganz schwierige Situation. Und das ist, für, ist mir klar, dass du da, dass das Wald auch deine Kräfte übersteigt. Oder ja, deine, klar. Hast du ihr irgendetwas geraten, was sie tun soll? Nee, um Gottes Willen, ich habe gesagt, gut, dass du es mir gesagt hast. Mhm. Vielleicht ein bisschen spät, weil sonst hätten wir die ganze Zeit nicht diskutiert, weil es ging nur darum. Ja, andererseits musst du auch verstehen, wenn sie, das ist natürlich für eine Frau sehr schwer, so das auszusprechen. Ja, und wenn sie bisher immer geschwiegen hat, finde ich das eigentlich schon erstaunlich, dass sie es dir erzählt hat. Also, es war dann auch vielleicht nicht zu spät. Sicher, von deiner Warte aus war es vielleicht zu spät, weil du nicht wusstest, woran du bist. Genau. Aber da muss man sich auch reinversetzen, wie schwer das ist, das auszusprechen, wenn man sowas erlitten hat. Ja, klar. Ja, weißt du, das absolut Richtige und Wichtige, was deine Freundin tun müsste, wäre, sie müsste sich in die Obhut eines Therapeuten begeben. Nur das ist der richtige Weg. Ich weiß auch nicht echt. Und das kannst du. Das ist jetzt eine Sache. Bitte? Das ist jetzt eine Sache, das mit Therapeut und hin und her. Das habe ich auch hier vorgeschlagen und hin und her. Ich habe zu ihr gesagt, es ist mir scheißegal, ob das passiert ist oder nicht. Ich stehe zu dir. Mhm. Ich war damals dein Freund, bin es immer noch. Das interessiert mich. Ich liebe dich so, wie du bist. Mhm. Ja. Egal, wie es ist. Ja. Wie hat sie denn dann darauf reagiert? Du hast das also dann doch schon gesagt, dass sie zu einem Therapeuten gehen soll. Ja, klar. Wie hat sie darauf reagiert? Ich habe auch gesagt, wir können auch gemeinsam hingehen. So ist ja nicht. Ich will dich nicht allein lassen. Ja, ist es vielleicht schöner, oder was heißt schöner, vielleicht ist es für sie weniger schlimm, wenn sie allein hingeht. Das genau, muss sie allein entscheiden. Aber wie hat sie darauf reagiert? Sie will das nicht mehr irgendwie daran erinnert werden. Und sie will das verdrängen und keine Ahnung, sie will das nicht. Sie will das nicht. Schwierige Lage für dich. Du kannst sie nicht dahin mit Gewalt hinziehen. Nee, um Gottes Willen, das kann ich nicht. Letztendlich ist das aber die einzige Rettung für euch, glaube ich. Wenn sie das macht. Mhm. Es besteht wirklich die Gefahr, wie du die Situation jetzt beschreibst, dass eure Beziehung daran kaputt geht, wenn sie von sich aus nichts unternimmt. Daran geht es nicht kaputt. Es ist, also, weil es ihr jetzt passiert ist und hin und her nicht, aber ich diese komische Verhaltensweisen, was mich stört. Ja, aber vielleicht hängt das ja alles miteinander zusammen. Kann das zusammenhängen? Vielleicht, ja. 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 Deswegen wäre es so wichtig, dass sie zu einem Psychologen kommt, weil sie mit Sicherheit über all das dann doch sprechen wird können und ich habe keine Ahnung, wie ich mich zu verhalten habe, Domian. Manchmal ist sie top, wirklich, ohne Spaß. Da denke ich mir, wow, das ist deine Freundin. Und manchmal tut sie so, als wäre ich der letzte Depp, ehrlich. Ich meine, wir stochern jetzt beide ein bisschen im Nebel. Das kann miteinander zusammenhängen. Es kann aber auch sein, dass deine Freundin irgendwie anders ein Defizit hat, dass es irgendwie emotional nicht so stimmig ist. Was sagt sie denn zu dir, was sie für dich empfindet? Das ist ihr eigenes Leben. Das schon, das hat sie mir das öfter gesagt. Dann sag ihr, wenn sie dich über alles liebt und ihr eure Beziehung ganz, ganz viel wert ist, dann muss sie an sich etwas tun. Und dann muss sie nach außen gehen und sich Hilfe holen. Sonst zerbricht das. Ja, das ist so scheiße. Ich habe keine Ahnung. Jeden Tag diskutieren wir und habe ich ja schon gesagt. Dann weiß ich nicht, wie ich mich. Ich bin immer der Depp, der immer nachgibt. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe das. Ja, der immer SMS schreibt, ja komm, lass uns sehen oder ist doch egal, lass uns vergessen. Der immer nachgibt. Das geht nicht. Ich finde, du musst auch deine Position haben. Du nimmst Rücksicht natürlich auf die dieses Geschehen aus der Vergangenheit. Genau, dann sage ich, komm, gib doch nach. So, nicht armes Schwein, hört sich jetzt blöd an, aber ich bin ihr Freund, komm, scheiß drauf, du musst irgendwie keine Macht haben, sondern bla bla bla. Komm, zeig du wieder Interesse, zeig du, dass du sie wieder liebst. Aber jedes Mal, irgendwie komme ich mir auf wie ein Hund vor, der immer hinterher ist. Weißt du? Und das ist falsch. Also, ich glaube, dass du dich schon sehr anständig benommen hast oder benimmst, was diese Sache aus der Vergangenheit anbelangt. Darüber hinaus solltest du aber auch deinen Stolz bewahren und deine Achtung, deine Selbstachtung auch. Genau. Wenn du sagst, ich komme mir auf wie ein Hund vor, ist das alles falsch, was da läuft. Mach das, was du für richtig hältst und gib dann nicht an Stellen nach, wo du meinst, da muss man jetzt nicht nachgeben. Und dackel ihr nicht hinterher, wenn sie dich irgendwie sehr ungerecht behandelt hat. Damit sie vielleicht auch mal kapiert, die muss ja vielleicht auch erstmal aufgerüttelt werden, dass das so alles nicht geht. Ja, Freunde sagen das auch zu mir, lass sie doch mal im Boden. Ja, aber was ist, wenn sie sich nicht meldet?
Ja, Alex, aber das ist dann natürlich das Risiko, was du eingehen musst, wenn du eine klare Position annimmst. Besteht vielleicht die Gefahr, dass sie wirklich zurückweicht. Aber das ist dann der Lauf der Dinge. Die Alternative ist ja dieses Gewurstel, was ihr da im Moment macht, wo du nicht glücklich bei bist und sie nicht glücklich bei ist. Genau, das ist das. So, also muss man auch immer etwas in die Waagschale werfen, auch etwas riskieren, um wieder einen neuen Dreh in eine Sache reinzukriegen. Ich werde dir jetzt gleich mal meine Psychologin geben. Ja. Nicht um ein Gespräch unbedingt mit dir zu führen, sondern sie wird dir auch noch einige Anlaufstellen an die Hand geben, die du deiner Freundin geben kannst. Ja. Mehr kannst du da nicht machen. Dann hast du gemacht, was du tun kannst. Ja. Was diese Sache aus der Vergangenheit anbelangt. Soll ich mich jetzt kalt verhalten? Und nein, sei einfach normal freundlich, aber klar. Und fordere das ein, was du gerne möchtest. Nicht bezogen auf die Sexualität, sondern auf viele Alltagsgeschichten, die du gerade angedeutet hast. Genau. Nicht kalt, sei aber bestimmend. Sag so, sei freundlich, aber klar. Und mach dich nicht kleiner, als du bist, weil das ist nicht für dich gut. Um das geht's, Alex, wollte ich schon sagen. Um das geht's, Domian. Ja. Ich habe das Gefühl, dass sie denkt, den habe ich so oder so. Ich mach, was ich will. Ja, aber weißt du, Alex, wenn du das schon so empfindest, ja, dann hast du sowas von recht. Dann hat die das Gefühl, sie hat ja jetzt so einen Mitleidsbonus bei uns aufgrund ihrer Vergangenheit. Nehmen wir mal die Vergangenheit weg, dann könnte man jetzt böse sagen, die Kleine denkt, den Alex habe ich im Sack. Mit dem kann ich machen, was ich will. Genau. So, und das darfst du nicht machen. Und kann ich das wieder zurückgewinnen? Wie? Kann ich das wieder anders machen? Ja, finde ich schon. Finde ich schon. Mach das. Oder habe ich jetzt alles schon verloren? Nee, nein. Du kannst immer jeden Tag neu deine Position bestimmen. Du kannst ab morgen oder wann ihr euch seht, weiß ich, kannst du dich einfach ganz anders verhalten, klar. Hm. Das musst du aber auch dann machen. Ich hab keine Geduld, weißt du, was ich meine? Ich hab keine Geduld in solchen Sachen. Ja. Dieses, ich sag was, sie schafft im Café. Ja. Und was ich will einfach, dass sie sich abmeldet, also wenn sie daheim ist, mir Bescheid gibt, ja, dass sie angekommen ist, nachts um 1-2, was völlig normal ist, denke ich. Ja. Ein Tag meldet sie sich, nächster Tag kommt nichts mehr. Ja, dann mach sie zu Sau. Dann sag was auch, so geht das nicht, Mädchen. So geht es nicht. Und wahrscheinlich gibt es viele andere Beispiele auch, die du mir sagen könntest, wo du einfach härter auftreten musst. Ja. Und wenn sie es dann nicht macht, dann musst du eine Konsequenz rausziehen. Dann zieh dich zurück aus der Sache, damit sie auch kapiert, dass das so nicht geht. Also sagen, und wenn sie es nicht gemacht hat, nicht melden, weder nichts, bla bla bla. Ja, ja. Mit dem Risiko, dass sie sich nicht meldet. Ja, mit dem Risiko. Anders geht's nicht, weil sonst gehe ich runter. So, das ist dein Wort und das ist genau richtig, was du sagst. Jetzt legst du auf und Anja ruft dich an wegen der Anschriften und Adressen. Okay, alles klar. Alles Gute. Ich bedanke mich. Danke. Tschüss, Alex. Danke, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Und nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Glas. Ich möchte gerne mit euch reden über Dinge, die ihr mit oder wegen Glas schon erlebt habt oder was ihr mit Glas so in Verbindung bringt. Vielleicht habt ihr eine sehr schwere Erkrankung, die Glasknochenkrankheit. Vielleicht hattet ihr einen Unfall mit Glas. Vielleicht habt ihr in Sachen Sexualität schon mit Glas etwas Schönes oder auch nicht Schönes erlebt. Glas ist unser Thema. Morgen hier in unserer Sendung ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 sind wir hier und natürlich könnt ihr rund um die Uhr mailen. Hier ist Gabi. Gabi ist 53. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Gabi. Hallo. Weswegen rufst du mich an? Ich habe ein ganz großes Problem und zwar ist folgendes. Mein Mann ist vor 3 Monaten an Demenz verstorben. Mhm. Ich habe ihn 2 Jahre gepflegt. Das heißt, 3-mal in der Woche war er in der Tagespflege in einem Demenzzentrum. Mhm. Aber ansonsten immer bei mir. Seit einem Jahr hat er nicht mehr gesprochen und ich komme im Moment überhaupt nicht damit klar. Wie lange war dein Mann erkrankt? Insgesamt? Akut 2 Jahre und davor 3 Jahre halt. Aber das war weniger schlimm. Ja. Das ganz Akute war halt diese 2 Jahre und dieses eine Jahr, in dem er kein Wort mehr geredet hat. Wobei ich mir das ganz, ganz schlimm vorstelle. Mhm. Das war es auch. Er hat ein Jahr nichts mehr gesagt. Kein einziges Wort. Hast du den Eindruck gehabt, dass er dich versteht? Ja. Das schon?
Hat er denn mal genickt? Nein. Gar nichts? Gar nichts. Er war komplett apathisch. Er hat mich angeschaut. Ich hatte auch immer den Eindruck, er versteht mich. Er weiß, was ich sage. Er nimmt das Ganze wahr, wenn auch nur ganz kurzfristig. Aber er hat es wahrgenommen, für meine Begriffe. Ich überlege gerade, wie ich es ausdrücken soll. Hast du das Gefühl gehabt, dass das schon eigentlich gar nicht mehr dein Mann war? So richtig wie, dass er sich schon zurückgezogen hat letztendlich? Von dir und von der Welt? Denke schon, denke schon. Aber und trotzdem, er war einfach da, selbst wenn er nur mir gegenüber gesessen hat. Jetzt ist er für drei Monaten gestorben. Ja. Und jetzt, ich komme nicht mehr klar damit. Du bist es weil aber. Er fehlt mir. Selbst wenn er nur da gesessen hat, wie gesagt, mir gegenüber. Er war einfach da. Wie lange wart ihr verheiratet? Wir waren leider nur 14 Jahre verheiratet, aber 20 Jahre zusammen. Und er war ein wunderbarer Mensch. Wie alt ist er geworden, Gabi? 63. Und ich finde deinen Schmerz und deine Trauer noch so frisch. Das sind 3 Monate. Du hast sehr schwere Jahre jetzt hinter dir, vor allen Dingen das letzte Jahr. Ich habe immer gesagt, oder ich sage es jetzt noch, ich hätte es gerne noch 20 Jahre gemacht, wenn er nur hier wäre. Ich kann mit diesem Verlust nicht umgehen. Ja. Damit kann ich nicht umgehen. Ja. Obwohl die Pflege so schwer war zum Schluss. Die war sehr schwer. Ich musste ihn waschen, rasieren, Zähne putzen. Alles. Er musste Pampers tragen. Das war alles nicht schlimm. Alles nicht schlimm. Für mich nicht schlimm. Ja. Jetzt hast du einen Menschen verloren, den du sehr geliebt hast. Ja. Der sehr, sehr wichtig für dein Leben war. Ja. Und du hast auch jetzt so eine Aufgabe verloren, ne? Den Tagesinhalt. Du hast dich ja so enorm um diesen Mann gekümmert. Ja, obwohl ich mir eigentlich schon im letzten Jahr eine eigene Zukunft, weil man mir immer gesagt hat, ich soll bei Zeiten irgendetwas für mich selber tun. Wer hat das? Hat er das gesagt, oder? Nee, der Arzt hat mir gesagt. Der Arzt hat das gesagt. Sein behandelnder Arzt. Das habe ich auch getan. Ich habe mich selbstständig gemacht. Bin also wirklich, gehe regelmäßig zur Arbeit, damit ich nicht mich nicht ganz zurückziehe oder weil ich eher der Mensch bin, der sich einsperren würde und alles außen lassen würde. Aber ich komme nicht klar. Es gibt ja für Menschen, die jeder Mensch wird von Trauer anders getroffen. Und es gibt ja vielleicht für Leute, wie du es jetzt von dir beschrieben hast, gibt es so Trauerseminare, so Trauergruppen. Habe ich alles probiert und dann heißt es aber immer wieder, das muss jeder durchmachen. Natürlich muss das jeder durchmachen. Warst du schon mal in einer solchen Gruppe? Ja. Und da sagt man das so? Ja, ganz viele Menschen sagen das. Und dann heißt es auch, der Tod gehört zum Leben. Ja, das stimmt. Das sagen alle die Leute, die nicht direkt das gerade haben erleiden müssen. Das sind immer so Sprüche. Ja. Die helfen einem nicht weiter, wenn man trauert. Gar nicht. Überhaupt nicht. Das können die Leute sich auch sparen. Nee, und deshalb habe auch so viele Bücher dann gelesen und habe mich versucht, anders zu orientieren. Habe auch schon 100 Mal probiert anzurufen und. Jetzt tut es mir enorm leid, dass die Sendung vorbei ist. Ja. Wir werden dich aber jetzt gleich nochmal zurückrufen. Ja. Und alles Weitere dann besprechen. Gut. Bis gleich. Danke. Tschüss.